Hallo, hier ist eure Tanja Hausmann. Und ja, ich habe eine Challenge laufen. 30 Tage, verwende, was du hast. Wir haben heute den 27. Tag und heute möchte ich mit euch wieder Karten basteln. Und zwar aber besondere Karten. Die werden diesmal ja an der Ecke eingeknickt und deswegen heißen die auch ja Foldcard bzw. Cornerfoldkarten. Jetzt schneiden wir uns erstmal das Designpapier zurecht auf 10 mal 14 cm, also mein typisches ja, Kartenauflegeformat. Dann nehmen wir eine weiße Doppelkarte. Das Designpapier lege ich einmal nur so einmal drauf, also nicht festkleben. Und jetzt falze ich das einmal zusammen mit meinem Falzbrett. Und ja, wie du siehst, ich nehme jetzt erstmal das Designpapier zur Seite und den Kartenrolling, den falte ich jetzt einmal nach, wie du siehst, nehme mein Falzbein und mache das einmal glatt. Das Designpapier, das nehme ich und da werde ich jetzt an dieser Faltkante einfach ja, die Linie abschneiden. Und ja, diese Ecke werden wir später benutzen. Jetzt klebe ich das Designpapier mit doppelseitigem Klebeband auf. Schön anlegen. Man kann natürlich, wenn man jetzt mehrere Karten mit der gleichen Ecke machen möchte, kann man natürlich alles genau abmessen und exakt machen. Aber ich möchte jetzt keine Serienproduktion machen, deswegen mache ich das einfach so aus dem Stegreif einfach. Siehst du? Und hier knicke ich die Ecke um, klebe sie fest. Und als nächstes nehme ich mir hier diese Poesiebilder mit Rosen. Ich habe ja noch so einige Poesiebilder, die ich ja noch vom letzten Jahr habe und die möchte ich mal langsam verbasteln. Ja, jetzt nehme ich mir hier diesen Anhänger Locher und loche mir einmal zwei Anhänger. Jetzt nehme ich mir einmal einen Spruchstempel und stempel einmal mit ja, diesem pinken, rosafarbenen Farbton. Ja, das ist eher pink als rosa. Und dann nehme ich noch das zweite, das nehme ich dann dieses Schwarz noch. Dieses Pinkige ist mir ein bisschen zu pinkig. Deswegen werde ich das Ganze noch mal ein bisschen ja, anbraschen. Hatte ich sowieso vor. Aber ich gehe jetzt auch sogar über die Stempelfarbe, damit die so ein bisschen gedämpfter wird. Weil mir das sonst viel zu quietschig ist. Den zweiten Anhänger werde ich auch natürlich auch anbraschen mit dieser braunen Stempelfarbe. Jetzt klebe ich den ersten Anhänger auf die erste Karte. Und auch das Rosenmotiv klebe ich auch auf. Wenn du keine Poesiebilder hast, kannst du natürlich Stanzbögen oder andere Motive nehmen oder stempelst dir welche. Jetzt habe ich hier einmal ein Loch reingemacht, dann habe ich hier so einen ganz normalen Tacker genommen aus dem Bürobedarf. Den haben ja die meisten von euch zu Hause. Und jetzt tackere ich da einmal dieses Band fest. Jetzt schräge ich das einmal an mit der Schere. Das sieht ein bisschen schöner aus. Jetzt nehme ich auch da wieder Flüssigkleber, klebe erst das Rosenmotiv auf. Und den Anhänger habe ich jetzt bei der Karte mir überlegt, den klebe ich nicht direkt drauf wie bei der anderen Karte, sondern hier nehme ich 1 mm Pads. Jetzt nehme ich mir noch dieses schöne gepunktete Papier, schneide das auch auf 10 x 14 zurecht, nehme doppelseitigen Kleberoller
und klebe das Papier einmal in das Innere der Karten. Ja, das mache ich natürlich bei beiden Karten. Und ansonsten bin ich aber jetzt noch nicht ganz fertig. Jetzt nehme ich mir nämlich noch als nächstes wieder einen Stempel. Und ich habe mich jetzt für einen kleinen Stempel entschieden. Und zwar hier von Herzen. Das passt ganz gut zu dem Geburtstagsgruß. Das stempel ich mir immer rechts dann in die Ecke. Jetzt nehme ich noch diese Papierreste, diese Ecken, die ich vorhin abgeschnitten hatte. Wäre ja zu schade drum und ja, die klebe ich jetzt da an, als ob man da die Ecke so umgeknickt hätte. Also genau andersrum. Aber das macht von innen dann auch so einiges aus. Mir gefällt das so. Ja, jetzt kommt noch so ein Strasssteinchen auf jede Karte. Und das sind jetzt meine beiden Karten für heute. Ist halt auch mal wieder eine besondere Kartenform. Und ja, das war's für heute. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bastel dich glücklich, deine Tanja und bleib natürlich gesund. Tschüss.